das und das, das sind Mannschaftsbunker. Und da haben wir noch diese, auch Mannschaftsbunker und diese und diese. Es gibt 5 Mannschaftsbunker, jeder für 12 Soldaten zum Schlafen. Also es gab 60 Soldaten und dann noch einige Unteroffiziere und Offiziere, mehr 70, vielleicht 80 Männer. Das war alles hier. Okay. Wir waren hier am Anfang ungefähr. Dann sind wir hier hochgegangen zum Tobruk. Wir haben hier rumgelaufen und jetzt sind wir hier. Und hier war das Suchlicht, ist das das deutsche Wort? Ja, zum Schauen. Die große Geschützbunker von Scheveningen, die waren hier. Da gab es nur Laubgraf auf dem Deutsch. Ich weiß nicht. Wenn die, die Soldaten, wenn die draußen sind in Krieg, dann befinden sie sich in einer Graben. Ja. Und auf Holländisch heißt das Loopgraaf.
Auf! Manuel! Wir werden und wir sollten in der nächsten Nacht wieder zurückkommen.